aus dem Weg. Ja, liebe Zuschauer, Ausflüge sind doch immer was Tolles, oder? Radfahren auch. Man ist an der frischen Luft, ach, man hat Bewegung, es geht einem gut und im besten Fall macht man noch ein Picknick mit der Familie gemeinsam. Hat leckere, eiskalte Wassermelone mit wunderbar gekühlte Getränke. Ja, auch für die Herren natürlich ein richtig schönes, kaltes Bier, das mitgenommen wird. Und vielleicht das ein oder andere Brot noch zur Stärkung für den Rückweg. Ja, Stärkung braucht man ja normalerweise beim Fahrradfahren, oder? Oder fahren Sie gar nicht mehr, weil Sie sagen, oh nee, also bin ja die letzten Male Fahrrad gefahren und das verlernt man ja nicht. Aber da sind doch überall Hügel, das ist so anstrengend. Ich müsste erstmal rausgehen und gucken, wie der Wind steht, ob ich Rückenwind habe oder nicht, weil sonst ist mir das zu anstrengend. Da habe ich auch Angst, dass meine Kondition nicht mehr so mitmacht, da bleibe ich besser zu Hause. Nein, liebe Zuschauer. Nein, denn wir haben für Sie die optimale Möglichkeit, rauszugehen, die Zeit zu genießen, Ausflüge zu machen und das komplett ohne Stress und ohne Kraftaufwand. Wir müssen direkt dazu sagen, dass das Pedelec uns aus den Händen gerissen wird. Die erste und die zweite Auslieferung restlos vergriffen und das wirklich in wenigen Tagen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit zuzugreifen, bei der dritten Auslieferung dabei zu sein. Und das, liebe Zuschauer, bitte schnell, denn auch diese Auslieferung fast wieder begrenzt. Und das ist einfach wegen dieser starken Nachfrage. Kathi, warum möchte jeder ein sogenanntes E-Räder haben? Warum sind die so begehrt bei unseren Zuschauern und warum sollte man da jetzt gleich zugreifen? Natürlich hier die starke Nachfrage aufgrund des tollen Preises, den wir gemacht haben. Sie haben sich vielleicht auch schon mal erkundigt, was diese tollen E-Räder, diese Fahrräder mit dem Elektromotor, mit dieser Tretunterstützung, mit so einem Akku normalerweise kosten. Und da sehen Sie Preise 1000, 1200, 1500 Euro. Das ist so der Einstiegspreis normalerweise. Unser Preis hier bei Pearl TV für Sie jetzt als Pearl TV Zuschauer 446,41 Euro. Und das ist natürlich ein Kracher. Das ist erstmal sowas, wo man sagt, wie? Wow! Ne? Das ist ein Preis, wo man dann auch sich das mal überlegt, wo man sagt, ja, das können wir uns wirklich mal überlegen. So ein E-Rädle, natürlich. Und das ist der Komplettpreis, den wir hier für Sie haben. Das ist der Preis inklusive Akku, inklusive Ladegerät, komplett. Und unsere tollen E-Rädle, die wir Ihnen hier anbieten, die sind klappbar. Sie haben es gerade schon gesehen, die können Sie auch wunderbar mal mitnehmen. Das hat absolute Vorteile, denn man kann jetzt an schöne Stellen radeln, wo man seinen Fahrradausflug beginnen möchte. Es gibt so tolle Parkplätze, wo Fahrradtouren beginnen. Zum Beispiel hier mal hoch zu einer Burg, zu einem tollen Ausflugsziel. Es gibt ja auch mittlerweile ganz tolle Fahrradtouren, so kleine Führer für Fahrradtouren, wo man dann so schöne Touren machen kann. Auch dann für den Urlaub zum Beispiel. Da kann man diese E-Rädle toll mitnehmen in seinem Wohnwagen, in seinem Wohnmobil und kann da dann mit dem Fahrrad einfach klein zusammengeklappt, einfach aus dem Wohnmobil heraus, dann toll morgens zum Brötchen holen, fahren oder so etwas. Das ist hier möglich. Deshalb unser tolles E-Rädle hier, viele Vorteile für Sie und vor allem der Preis 446,41 Euro. Viele unserer Kunden haben direkt zwei oder drei bestellt. Du hast es vorhin schon angesprochen, Vivien. Unsere Nachfrage war extrem hoch, die wir hatten. Zwei Lieferungen, komplett ausverkauft. Jetzt kommt gerade die dritte Lieferung. Wenn Sie da auch E-Rädler haben möchten, dann bitte schnell zugreifen, jetzt gleich bestellen und dann bekommen Sie auch dieses tolle E-Rädler, dieses tolle klappbare Pedelec inklusive dem Akku inklusive dem Ladegerät komplett für 446,41 Euro. Und das ist wirklich ein tolles, tolles Fahrrad. Ich nehme mal hier meinen kleinen Rucksack ab. Zu dem kommen wir später. Ja, wir machen dann natürlich nachher noch ein bisschen Picknick. Mhm. Deshalb habe ich den Rucksack mitgebracht. Den können Sie übrigens dann auch haben. Gerade wenn man so tolle Fahrradtouren macht, macht riesig Spaß. Wir gucken uns mal das Fahrrad an, weil das ist wirklich so ein tolles Gerät, das wir hier haben. Wir haben hier diesen tollen Stahlrahmen. Das ist so matt alles im Schwarz. So ein wirklich zeitloser Look für die Dame wie für den Herrn bestens geeignet. Dann haben wir hier im hinteren Teil, da sehen wir es einmal, diesen tollen, diese tolle Batterie, diesen Akku, der da verbaut ist, 24 Volt, 4,4 Amperestunden Akku. Der ist für Sie im Lieferumfang schon mit dabei. Mit einer Akkuladung schaffen Sie eine Reichweite von 28 Kilometern. Das Ganze ist dann in Kombination mit einem Elektromotor, der hier im hinteren Teil verbaut ist. Das ist hier ein
ein bürstenloser Motor. Das bedeutet für sie auch nahezu ein verschleißfreier Motor. Also beste Qualität, nahezu verschleißfrei in Kombination mit diesem 24 Volt 4,4 Amperestunden, der ihnen 28 Kilometer Reichweite beschert. Diese Tretunterstützung können Sie jederzeit zuschalten, aber natürlich auch abschalten, wie Sie das möchten, weil die braucht man ja vielleicht nicht immer. Wenn Sie auf gerader Strecke jetzt fahren und sagen, ich benutze das als ganz normales Fahrrad, ich kann ganz normal treten, dann können Sie die auch auslassen. Wenn Sie jetzt aber merken, oh, es wird vielleicht ein bisschen anstrengend, ich brauche quasi diesen Schub von hinten, dann hier einfach auf die Taste drücken und schon schaltet sich diese Tretunterstützung zu. Sie treten bei einem E-Rädle ganz normal weiter, wie bei einem normalen Fahrrad. Und E-Rädle gelten auch als normale Fahrräder. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Ein E-Rädle ist ein ganz normales Fahrrad, ist führerscheinfrei, versicherungsfrei. Es besteht auch keine Helmpflicht, obwohl man ja immer beim Fahrradfahren einen Helm aufsetzen sollte. Wir sind ja auch Vorbilder. Aber Sie haben hier einfach diese Tretunterstützung. Das bedeutet, Sie treten in die Pedale, aber Sie bekommen plötzlich so einen kleinen Schub von hinten. Und Sie haben plötzlich so das Gefühl, als ob ja da jemand anschiebt, als ob es plötzlich ganz, ganz leicht geht und man fährt, aber man hat einfach kein Anstrengungsgefühl mehr. Ja? Man schwitzt nicht beim Fahrradfahren, man fliegt quasi förmlich dahin und man kann auch bis zu 25 km/h schnell werden mit diesem E-Rädler. Also es macht riesig viel Spaß und hier mit einer Akkuladung 28 km/h Reichweite. Wenn Sie zwischendurch dann auch immer ausschalten, ne, dann können Sie sogar längere Touren machen, sagen wir mal 35, 40, 45 Kilometer, je nachdem wie viel Sie dann auch zwischendurch selber treten. Das muss man sich mal überlegen, also lange Tagestouren, kein Problem mehr für Sie. Und das, liebe Zuschauer, für 446,41 Euro. Das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal der absoluten Extraklasse, dass Sie hier ein E-Rädle mit so einer tollen Ausstattung bekommen. Und das für so einen kleinen Preis. 446,41 Euro. NX9510 und die 569. Egal, ob Sie sich jetzt für ein E-Rädle oder für zwei entscheiden. Die werden Ihnen versandkostenfrei nach Hause geschickt. Genauso wie Ihre gesamte Bestellung, die Sie heute schon über den Tag verteilt hier bei Pearl TV getätigt haben. Schauen Sie sich das an. Das ist nicht nur ein wunderschönes Fahrrad, das ist vor allem ganz viel Lebensqualität und ein ganz neues Lebensgefühl. Denn vielleicht haben Sie schon mehrere Jahre nicht mehr an der Fahrradtour sonntags mit Ihrer Familie teilgenommen, weil Sie einfach Angst hatten, dass da irgendwo eine Steigung, ein kleiner Berg kommt, dass Sie es einfach konditionell nicht mehr schaffen, die ganze Strecke mitzufahren. Jetzt endlich wieder mitfahren zu können. Ich bin ja auch schon öfter das E-Rädle gefahren, beziehungsweise unser Club-Pedelec. Und für mich war es immer so ein bisschen das Gefühl, als würde ich hier irgendwie, naja, zwar in die Pedale treten, aber keinen Widerstand erfahren. Mhm. Das heißt, ich muss keine Kraft aufwenden. Ich habe immer das Gefühl, auf einer ganz geraden, ebenen Strecke zu fahren. Vielleicht sogar mit einem kleinen bisschen Gefälle. So fühlt es sich an, ja, wenn diese Motorunterstützung greift. Als würde man so einen kleinen Berg runterfahren. Dabei fährt man vielleicht gerade den Berg hoch. Und das ist einfach so toll. Und da schreiben uns so viele Zuschauer, die schon bei den ersten beiden Auslieferungen dabei waren. Gott sei Dank haben wir uns dafür entschieden. Gott sei Dank. Und da freuen wir uns immer sehr, wenn Sie uns Ihre persönliche Meinung schreiben und vor allem natürlich uns auch mitteilen, wie viel Spaß und Freude Sie mit Ihrem E-Rädle wieder haben. Oder auch viele Zuschauer, gerade Damen, Kathi, die uns ja auch zukommen lassen, was das für ein tolles Lebensgefühl ist, jetzt nicht mehr auf den Partner zum Beispiel oder auf das Auto angewiesen zu sein, sondern einfach mal zur Apotheke morgens oder zum Bäcker mit dem E-Rädle fahren zu können. Ja, da hat man viel mehr Freiheit. Man hat plötzlich wieder diese Unabhängigkeit. Ne? Weil mit einer Akkuladung 28 Kilometer und man kann ja auch relativ schnell dann damit fahren. Man ist plötzlich wieder mobil, man ist wieder plötzlich flexibel. Man hat eine ganz neue Freiheit mit diesem tollen E-Rädle und das macht riesig viel Spaß. Und Sie können das auch ganz schnell klappen. Also wenn Sie es mal ins Auto mitnehmen wollen, das kann ich Ihnen auch noch mal zeigen. Das geht wirklich werkzeuglos. Sie können die Pedalen einklappen, wenn Sie möchten. Es geht super schnell. Dann auch hier vorne sind diese Spanner, die Sie haben. Das können Sie dann auch hier einfach alles wegklappen, so wie Sie das möchten. Also auch das geht dann relativ einfach, das Ganze. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, das auch wegzuklappen. Das ist natürlich dann auch eine schöne Sache. Und dann haben Sie auch hier die Möglichkeit, das runterzuklappen. Also auch das ist dann kein Problem für Sie. Super schön, das Ganze. Und dann haben Sie hier die Option, das Fahrrad dann in der Mitte
nochmal zusammenzuklappen und haben dann das Fahrrad auseinandergelegt. NX9510 und die 569, 446,41 €. Seien Sie dabei bei dieser Auslieferung. Bei der, liebe Zuschauer, bei der dritten, wo jetzt noch Pedelecs für Sie verfügbar sind. Zwar nur noch in limitierten Stückzahlen, aber noch verfügbar. Und das ist so, so wichtig, denn Sie möchten ja diesen Sommer noch genießen. Ja, liebe Zuschauer, zu Beginn der Sendung haben Sie vielleicht schon gesehen, dass Kathi einen super schicken blau-gelben Rucksack trug. Und der ist ganz besonders. Ich habe mir ja vor, ich glaube, 4 Wochen das erste Mal in meinem Leben eine Kühltasche gekauft. Denn, liebe Zuschauer, ohne geht das ja bei den Temperaturen gar nicht mehr. Mhm. Wenn man Einkäufe macht oder wenn man jetzt mal picknicken geht oder wenn man einfach wirklich nur Fleisch mal eben holt oder Obst oder ähnliches, dann muss man das ja irgendwie transportieren, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Zum einen aufgrund der Haltbarkeit der Lebensmittel und zum anderen, wenn ich jetzt mit dem Pedelec unterwegs bin, wollen Sie da warmes Bier trinken? Ich glaube nicht, oder? Nee, deshalb, da haben Sie immer Ihren Rucksack dabei, gerade natürlich für die Fahrradausflüge, aber dann natürlich auch, wenn Sie einkaufen gehen wollen oder so. Und dieser Rucksack, das ist unser Deluxe-Rucksack, unser Premium-Modell, das wir da für Sie haben. Der ist super praktisch, weil er jetzt 2 Fächer hat. Er ist richtig toll gepolstert. Also Sie haben ja gesehen, ich habe den vorhin auch schon getragen. Da passt richtig viel rein in beide Fächer. Also mal so ein richtig toller, großer Einkauf, wenn Sie wollen. Ja? Und wir haben dann also einmal das große Staufach, vorne das kleine Staufach, das Ganze mit dieser tollen Doppelisolierung, ne? Also diese Thermoisolierung. Wenn Sie da jetzt noch einen Kühlakku mit reinpacken, ist das wirklich perfekt, das Ganze, so dass Sie da auch wirklich sehr gut alles reinpacken können, was Sie reinpacken wollen. Also sehr, sehr angenehm das Ganze, um das da auch schön reinzupacken. Dann haben wir im vorderen Teil noch dieses kleine Staufach und vorne dran, da ist noch was ganz Praktisches, weil da ist nämlich zusätzlich hier noch eine kleine Flaschenkühler, den Sie separat entnehmen können. Und da passt dann auch eine große Flasche rein. Da können Sie zum Beispiel eine Weinflasche, ne, wenn Sie jetzt einen Weißwein trinken wollen unterwegs, der kalt gehalten werden soll, oder eine Bierflasche oder natürlich auch ein Fläschchen Wasser oder so. Also selbst die großen Flaschen passen da perfekt rein. Und diesen Flaschenkühler kann man jetzt auch separat dann natürlich entnehmen, kann man tragen, aber der hat da vorne auch sein kleines Fach. In dieses kleine Fach könnten Sie jetzt aber auch hier in diese Schnallen, die da extra sind, theoretisch mal ein Handtuch mit reinmachen oder sowas oder eine Decke. Also wenn Sie es nicht für den Flaschenkühler nehmen, könnten Sie da auch ein Handtuch oder eine Decke reinmachen, wenn Sie wollen und dann das einfach wieder einschnallen in das Ganze und dann haben Sie das mit dabei. Also wirklich sehr, sehr praktisch dieser Rucksack, sei es jetzt zum Fahrradfahren, aber ginge theoretisch zum Beispiel auch zum Wandern oder natürlich für andere Ausflüge. Den Rucksack, den braucht man auf jeden Fall. Also ist meine Meinung, weil gerade jetzt in diesen heißen Monaten, da sollte man gerüstet sein und da gehört so ein toller Rucksack mit dazu. Und wenn es den jetzt für 12,26 € gibt, ich meine, so Rucksäcke sind normalerweise unglaublich teuer. Liebe Zuschauer, genau das ist der Punkt. Egal ob Tour mit dem Pedelec, wo Sie jetzt einfach Wasser, Melone, Getränke, Brotzeit und Co. kühl von A nach B bringen wollen oder aber für die alltäglichen Einkäufe. Ist doch super komfortabel. Ich habe zum Beispiel letztens, wann war das? Gestern, eine ältere Dame beim Einkaufen gesehen. Da bin ich kurz losgefahren und wollte so ein paar Energy Drinks kaufen. Ja, liebe Zuschauer, man muss sich ja auch immer bei Laune halten. Stand dann an der Kasse und dann war dort eine junge, nette Dame. Die Dame war, ich denke mal, so um die 70 Jahre ungefähr. Und die hatte dann ihre Einkäufe dort und hatte da Putenfleisch, was sie eingekauft hat, und Würstchen zum Grillen und ganz, ganz viel Gemüse. Und ich habe schon gesehen, dass es für die Dame sehr, sehr schwierig ist, diesen Einkauf natürlich erstmal wieder auf das Beförderungsbrett zu geben und danach einzupacken. So, und dann habe ich sie später wieder am Auto getroffen und habe dann wirklich mitbekommen, dass diese Dame sehr, sehr langsam dann die einzelnen Lebensmittel quasi aus dem Einkaufswagen in eine andere Tüte gepackt hat und dann ins Auto befördert hat. Gerade sowas, da ist das natürlich, wenn man Fleisch kauft, bei den Temperaturen auch immer so ein bisschen Schnelligkeitssache, ne? Da muss man immer schauen, wie Kathi schon gesagt hat, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Nehmen Sie sich so einen Rucksack jetzt auch einfach mal mit zum Einkaufen. Den schnallen Sie sich um. Da haben Sie keine Tasche, keine einseitige Schulterlast zum Beispiel, die auf den Rücken geht. Kann man super komfortabel anziehen. Da kommt dann das Essen rein, das Sie gekauft haben. Das bleibt schön kühl. Ein Kühlpad mit dazu. Da muss man auch nicht schleppen und umorganisieren. Man schont die Umwelt, weil man nicht jedes Mal Tüten kaufen muss. Und vor allem
können Sie diesen Artikel jetzt auch gerne mehrfach bestellen und zum Beispiel mal den Kindern mitgeben. Denn gerade im Kindergarten oder in der Schule zum Beispiel ist ja auch Ausflugszeit. Da fahren die mal zum Badesee, zum Freibad zum Beispiel. Oder vielleicht treffen sich auch die Kinder und Enkel mit Freunden zum Beispiel und sind da unterwegs. Dann schenkt man denen mal hier so einen Kühltaschenrucksack, den die dann mitnehmen können, damit die Lebensmittel sich einfach ganz lange wahren und da natürlich auch keine Bakterien entstehen können. Und das für 12,26 Euro mit der NC 7025 und der 569. Und Kathi, Tragekomfort ist auch vorhanden, oder? Das wollte ich gerade sagen. Also Rucksäcke müssen ja immer bequem sein. Und wir haben hier diese breiten Schulterriemen, die nochmal extra gepolstert sind. Und auch der hintere Teil ist nochmal gepolstert. Das ist natürlich schön. Der ist so richtig schön toll bequem. Wenn man auch mal längere Touren jetzt vielleicht geht, gerade bei Wanderungen ist der toll. Sitzt gut auf dem Rücken. Man hat alles dabei. Alles bleibt schön gekühlt. Hier unten nochmal entweder dann den Flaschenkühler drin oder auch mal ein Handtuch oder sowas mit dabei, eine Decke oder so. Ja, und dann kann es losgehen. Und natürlich bei der Fahrradtour hat man den mit dabei. Also der muss auf jeden Fall sein. Richtig, richtig praktisch. Gerade für 12,26 Euro dürfen Sie auch gleich mehrere Male bestellen. Vielleicht auch ein schönes Geschenk für den einen oder anderen in Ihrer Familie. Sieht doch auch süß aus, oder? Mit so einem tollen Rucksack geht's los. Da freut man sich richtig auf den nächsten Ausflug, oder? Auch wenn man wandern geht oder so zum Beispiel, ist der ja hervorragend. 12,26 Euro können wir Ihnen wirklich nur empfehlen. Ja, liebe Zuschauer, aber wir haben auch noch ein weiteres Produkt, das wir auf Ihre Nachfrage mit in die Sendung genommen haben. Denn Sie sagen immer, oh, wir haben das Pedelec, wir sind so zufrieden. Und wir fahren tatsächlich damit einkaufen oder auch picknicken. Und wir hätten da ganz gerne eine Tasche für den Gepäckträger. So, jetzt haben wir natürlich unsere hervorragende Kühltasche. Aber da passt ja jetzt kein Wocheneinkauf rein. Da muss man ja auch ganz realistisch bleiben. Das ist so mal für ein schönes Picknick oder für das Fleisch zum Beispiel oder für Eis, das Sie befördern möchten. Aber wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, ein Brot, das Sie gekauft haben zum Beispiel oder dann auch viel Gemüse zum Beispiel und man braucht ein bisschen mehr Platz, dann muss es schon eine Gepäckträgertasche sein. Und da haben wir eine für Sie und Sie haben gesehen, ich habe die mal eben schnell runtergenommen von dem Gepäckträger. Die kann man nämlich jetzt auch wunderbar hier in der Hand tragen, wenn man das möchte. Ganz, ganz leicht und einfach. Die hat hier jetzt aber an den Seiten riesengroße Taschen. Und da passt wirklich eine ganze, ganze Menge rein. Jeweils rechts und links ganz, ganz große Taschen. Da und da. Die sind auch innen wirklich sehr schön beschichtet. Also auch wenn Sie mal einen Markteinkauf haben mit vielleicht einem Salatkopf oder dann vielleicht auch mal einen Joghurt, der da drin kaputt geht. Vielleicht auch die Strandsachen mit einem nassen Handtuch ist das kein Thema. Können Sie alles reinpacken, weil Sie das schön wieder auswischen können. Und die passt hier perfekt jetzt auf Ihren Gepäckträger. Zack drauf, schauen Sie, und dann wird es einfach mit diesen kleinen Strapsen hier einmal zack, zack befestigt. Da sind die Haltemechanismen. Und vor allem, was ich toll finde, der Gepäckträger bleibt trotzdem benutzbar. Das heißt, Sie können trotzdem hinten auf den Gepäckträger nochmal ein Körbchen drauf machen oder vielleicht auch einen Kindersitz oder sowas. Weil viele haben ja hinten auch den Kindersitz drauf oder auch nochmal zusätzlich ein Körbchen drauf. Und das können Sie trotzdem weiterhin benutzen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, also hier einfach die Gepäckträgertasche einmal drauf und schon ist das Ganze bereit. Und wenn Sie dann da wirklich mal Einkäufe drin haben oder auch die Strandsachen, dann können Sie das innerhalb von Sekunden wieder runternehmen und dann mitnehmen in die Wohnung. Ja, gerade bei längeren Fahrradtouren. Ich habe bisher jetzt ganz viele auch gesehen. Ich war auch mit dem Fahrrad unterwegs und habe viele gesehen, die solche tollen Gepäckträgertaschen hatten. Die zahlt man aber normalerweise mit sehr viel Geld. Also da ist man dann schnell bei auch mal 80 Euro für so eine Gepäckträgertasche. Hier dieses komfortable Modell von X-Case. Das übrigens, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, muss ich auch noch mal einmal zeigen, weil wir achten auch immer ein bisschen auf die Sicherheit, wenn man da unterwegs ist, Reflektorstreifen, ne? Damit sie auch immer gesehen werden, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Schön die Reflektorstreifen und dann hier immer toll zum Einräumen. Die Reißverschlüsse sind auch beidseitig, sodass Sie die immer gut öffnen können, gut schließen können. Zwei große Taschen für 14,16 Euro kann ich jedem empfehlen. Einfach schön drauf machen und können Sie jederzeit ab- und runternehmen. Für das Geld, einfach für jeden, der Fahrrad fährt. Also nicht nur, wenn Sie jetzt unser E-Rele bestellt haben, sondern einfach auch so für Ihr Fahrrad, auch wenn Sie jetzt ein anderes Fahrrad zu Hause haben, können Sie sich die selbstverständlich zum TV-Sonderpreis bestellen. Mit der NC8917 und der 569, Verzeihung, für 14,16 Euro. Kathi hat es gesagt, 80 Euro sind da tatsächlich so normale Preise, die aufgerufen werden für so hochqualitative Taschen, die ganz einfach so viel Füllvolumen haben. Für Sie für 14,16 Euro denken Sie vielleicht da auch an gute Freunde, die auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, die vielleicht auch raten
Radtouren machen und wo sie sagen, Mensch, ja, also wenn die schon mal vorgestellt wird, dann gleich mitbestellen. Denn nochmal, wir zeigen die jetzt heute hier auf ihren Wunsch. Sie haben uns geschrieben und haben gesagt, wir lieben das Pedelec, aber wir brauchen die tolle Gepäckträgertasche. Nur jetzt ist es ja so, liebe Zuschauer, dass wir nicht jeden Artikel unserer über 16.000 Produkte aus unserem Produktportfolio jeden Tag zum TV-Sonderpreis anbieten können. Deshalb auf Ihren Wunsch jetzt nochmal die Möglichkeit zuzugreifen. Wir können Ihnen nicht versprechen, wann wir das nächste Mal nochmal diese Gepäckträgertasche zeigen dürfen. Deshalb bitte gleich jetzt bestellen und dann gerne auch einen gleich mit für die gute Freundin. Zum Beispiel für 14,16 Euro kann man das ja machen. Und das Schöne ist, man hat oben diesen Henkel, man hat diesen Griff. Das heißt, man kann diese Gepäckträgertasche jetzt auch super einfach als Einkaufstasche benutzen, ja, und die dann einfach nur übers Fahrrad drüber legen. Natürlich, die ist ganz schnell abgenommen. Also wenn Sie die jetzt befüllt hinten auf Ihrem Fahrrad haben, Sie lösen einfach hier einmal nur diese kleinen Spanner, ne? Einfach nur einmal diese kleinen Strapse abmachen, rechts und links, hinten und vorne. Toll ist auch hier überall diese Kunstlederbeschichtung, die drauf ist. Oben dieser Haltegriff ist nochmal extra hier verstärkt für Sie. Nehmen Sie die einfach hoch, ziehen Sie die hoch und zack, haben Sie die abgenommen. Und dann können Sie die perfekt in die Wohnung mit reintragen, selbst voll befüllt. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Egal, ob da jetzt Badesachen drin sind, egal, ob da jetzt Wocheneinkäufe drin sind. Und dann tragen Sie die total schön in Ihre Wohnung rein. Also ist super praktisch gemacht, das Ganze. Sehr, sehr schick. X-Case-Qualität, die wissen, was sie tun. Und die sind natürlich normalerweise wesentlich teurer. Wir haben auch hier eine unverbindliche Preisempfehlung von 30,29 €. Nur Sie, weil Sie jetzt hier schlau waren und zugeschaltet haben, bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Deshalb sichern Sie sich den direkt, ne? Und Vivian hat schon gesagt, denken Sie da auch an Freunde und Bekannte, die gerne radeln gehen. Da haben Sie bestimmt jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis, dem Sie sowas vielleicht auch mal schenken können. NC8917 und die 569, die Bestellnummer zum Verschenken oder um sich selbst zu beschenken. 14,16 Euro, die Doppelgepäckträgertasche aus dem Hause X-Case, wirklich qualitativ sehr hochwertig verarbeitet. Und allein, wenn Sie Ihre Wertsachen mitnehmen, wie ein Smartphone, den Haustürschlüssel, das Portemonnaie und Co., macht sich so eine Gepäckträgertasche einfach schon bezahlt, weil Sie wissen, dass Ihre Wertgegenstände dann dort super verstaut sind. Gerade jetzt bei den Temperaturen muss man viel trinken, auch wenn man mit dem Pedelec unterwegs ist und eigentlich gar nicht so viel Kraft aufwenden muss. Immer was zu trinken mitnehmen, können Sie da hervorragend machen. Aber um eine Gepäckträgertasche nutzen zu können, liebe Zuschauer, muss man natürlich erstmal ein Fahrrad haben. Und vielleicht haben Sie eins, aber sagen, das ist mir zu kraftaufwendig. Ich hätte gerne ein Pedelec, dann ist das jetzt Ihre Möglichkeit, bei der dritten Auslieferung jetzt dabei zu sein für 446,41 Euro. Und die Nachfrage ist jetzt schon wieder extrem hoch, deshalb bitte da schnell in die Leitung gehen. Sie wissen, Sie bekommen unseren TV-Sonderpreis immer nur hier in unseren Live-Sendungen. Ja? Unverbindliche Preisempfehlung bei diesem Pedelec, auch hier eingeblendet für Sie nochmal, 899,90 Euro. Und das ist ein ganz normaler Preis für diese tollen E-Räder. Sie bekommen hier das Komplettpaket, inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Und das ist dieser tolle 24 Volt 4,4 Amperestunden Akku, der hier für 28 Kilometer Reichweite sorgt. Wenn Sie zwischendurch diese Tretunterstützung auch mal ausschalten, schaffen Sie sogar wesentlich längere Touren. Deshalb haben Sie Spaß beim Fahrradfahren, legen Sie los für 446,41 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis und dann, ja, machen Sie einen schönen Ausflug, eine tolle Fahrradtour zusammen mit dem Partner, der Partnerin, weil bei dem tollen Preis kann man sich gleich zwei bestellen. Ich hoffe, Sie bekommen noch zwei. Haben Sie schon angerufen? Die Kollegen im Callcenter sind da. Sie sind bei der dritten Lieferung mit dabei, wenn Sie jetzt bestellen. Und dann steht der tollen Fahrradtour auch nichts mehr im Wege. Das ist so schön, wenn man an der Luft mit dem Fahrrad unterwegs ist. Man entdeckt wirklich so tolle Ecken. Also mich hat das auch richtig begeistert. Deshalb gehen Sie in die Leitung, bestellen Sie. Wir wünschen viel Spaß, gute Fahrt.